So, herzlich willkommen zur Episode 4 von Heretic. Was für eine Scheiße? Heretic. Map 7, also quasi die vorletzte Map schon wieder. Gott, wir haben die Episode schon wieder fast durch. Nice. In dem Sinne, let's go. Go, go. Aber, dann fängt ja bald an mit Hexen. Ich weiß aber echt noch nicht, wie wir Hexen machen. Weil Hexen wird aufnahmetechnisch eine echte Scheiße. Weil bei Hexen gibt es halt keine klassischen Maps, so wie bei alles, was wir bisher gemacht haben. Sondern das ist halt dieses Hub-System. Und da weiß ich immer noch nicht, wie ich das machen möchte. Was da naheliegend wäre, was funktioniert. Was ist das hier? Ist das hier so eine City oder was? Wow. Was ist denn hier? Ja, funktioniert das schon mal perfekt. Ach komm, leck mich. Zum Glück haben wir letzte Folge das Ding hier aufgeladen. Sehr schön. Boah, Alter, wie viele? Kommt mal klar auf euer Leben. Habt ihr hier irgendwie Bedürfnisse oder so? Ach, hier ist eine Tür. Wow. Oh nein, jetzt habe ich noch eine Tür geöffnet. Okay, eine, der aktiv bleibt. Sehr schön. Hier ist auch eine Tür. Wo denn? Ach, da unten. Kann man da rüber jumpen? Ja. Oh nein, der scheiß Magier. Das ist aber gut hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bringen die drauf? Was ist hier los? Okay, der Raum ist hier schon mal useless. Danke dafür. So, was geht denn hier? Also schön viel BFG-Munition haben wir wieder. Oh. Ah! B! Okay, haben wir gerade kein Defizit. Trotzdem danke. Was denn? Wow. Versteckt, Alter. Vielleicht ist es doch noch ein bisschen zu hell für das Spiel draußen. Oh. Ja, das war eine dumme Idee. Von hier oben treffe ich sie sowieso nicht. Zumindest so lange wie sie. Ach, da oben ist der kleine Key. Zumindest so lange wie sie sich bewegen. Ja, wo
Jawoll, beide gleichzeitig gestorben. Oh, dann ist auch noch ein Schalter. Das Problem ist ja jetzt hier so viel. Also erstmal gehen wir in den Teleporter rein, wo auch immer der jetzt nochmal war. So, hier raus und dann nach rechts. Ach, scheiße. Und hier? Ach, da wo wir gerade die beiden Fische umgelegt haben. Na lol. Und dann können wir von hier aus auch gleich den Schalter betätigen. Der war... Wow, der Schalter hat das gemacht, wo wir sowieso rüberkamen. Sehr nett. So, okay, also in der Map werden wir wieder mit BFG zugeschmissen. Sehr schön. Ich hoffe, das heißt nichts Böses. Powered by, es kommen hier gleich 20 Totenkoppe. Köppe. Das war unfair. Ich dachte, man kann da rüber. Fast Wave Running. Wo war das jetzt? Da. Ach, sind unterschiedliche Höhen. Ah, leck mich doch. So, was war hier? Okay, das war das, wo wir bereits drinnen waren. Ach ja, siehst du, gab's ja noch. Was gab's denn hier noch? Was gab's doch hier oben noch? Was war denn das? Achso, der Schalter. Oh, wow. Okay, also gab's hier nichts mehr. So, kann man hier auch überspringen. Nee, hier brauchen wir gar nicht springen. Hier ist direkt eine Plattform. Wow. Ich sehe nichts mehr. So, die Wand, da ging die noch irgendwie runter. Wie war denn das? Ah, einfach gegenlaufen. Sehr praktisch. Ich habe einen Schalter gefunden. Sehr löblich. Was ist da hinten los? Okay, erstmal mit dem Pfeil reinhalten. Das ist gerade alles Magier? Ich dachte, das waren diese komischen Typen, also Insekten, Viecher, die diese komische Klinge auf dem Schwanz da haben. Diese Nahkämpfer. Das waren alles Magier. Gott, von weitem sehen die alle gleich aus. So, was machen die ganzen Schalter? Ach! Ah, okay, sind der Schalter entdeckt. Uah. Habe ich mich von dem Ding voll erschrecken lassen, ey. Oha. Hier gibt's bloß eine Waffe. Das ist aber lieb. Okay. Fun Fact, die Waffe braucht ihr gar nicht. Hat uns also überhaupt nichts gebracht. Was mich zu der nächsten Frage bringt, was müssen wir, wo müssen wir hin? So, denn das ist eine gelbe Tür. Kommen wir irgendwie... Moment, ich war jetzt ein Teleport. So. Jetzt mal langsam mit dem entfernen. So, da ist ein Teleporter. Müssen wir da rein oder bringt uns wieder nur zur Oberfläche? Der bringt... Achso, hier oben zur Guillotine. Ist zwar keine Guillotine, aber... Ah, ist ja gerade da oben Tele... Ich weiß nicht warum, aber das sah gerade so aus, als wenn er sich ganz schnell von da unten nach da oben bewegt hätte. Ich krieg Paranoia. So, da unten ist ein Magier. Ich korrigiere, da unten war ein Magier. Okay, da ist bloß eine blaue Kugel. Och Leute, wo müssen wir jetzt schon wieder hin?
So, oben war die Waffe. Unten war nichts. Links kommen wir nicht hin. Und rechts waren wir schon überall. Wow. Das heißt offiziell... Moment mal, nein, links, da ist noch was. Da waren wir noch gar nicht überall. Wir waren ja nur in dem Raum, wo die Vögel drin waren, wo die gevögelt haben, oder? So, wir waren in dem Raum, das... Ah, okay, gut, dann haben wir doch beide Schalter. Da ist ein Schalter und da ist ein Schalter. Dann haben wir alle Schalter tatsächlich. Wo könnten noch Schalter sein? Moment mal, da geht's noch weiter. Geht's hier. Ah, na schau mal, na guck, hier geht's weiter. Junge, wo bist du da? So, das hier geht runter. Sehr schön. Hey, geht ja alles runter. Alles nochmal. So, du gehst runter, wenn ich übers Wasser laufe, dann gehst du. Nein. Das linke Ding runter. Oh. Also, ich weiß nicht, ob ich in die gelbe Karte komme, aber noch nicht. Oh, du Scheiße. Gut, wie geht das Ding da runter? Das hatten wir doch gerade geschafft gehabt. Warum geht das jetzt nicht mehr? Ich will das haben. Wobei, da ist ja eigentlich bloß... Nee, was war denn da? War da nicht was drauf? Bin ich verwirrt. War doch da eben noch Boni drauf oder sowas. Ich schwöre, ich werde hier gleich verrückt. Egal. Interessiert mich nicht. Okay, wir haben jetzt den gelben Key. Mit gelb kommen wir nach rechts. Da lang so ungefähr. Na super, ich brauche blau. Oh, Teleporter! Hier brauchen wir einen grünen Key. Und hier das Ganze nochmal in rosa. Powered by Kreuzfeuer. So, hier sind schon wieder Mach, du Kacke. So, wo kommen wir hier hin?
sind wir überhaupt? Ach, bei dem Grün. Na klar. Na du? Achso. Ja, wir brauchen aber die grüne Karte. Ohne grüne Karte wird die grüne Tür erst. Ach. So. Hier geht's noch weiter. Na, warum sagt mir das denn keiner? Oh oh, ich höre. Ich höre Sachen, die ich nicht hören möchte. Leck mich. So, dann ist hier nochmal ein Weg zur anderen Seite. War ja klar, was auch sonst. Okay, wo könnte die Bürokarte sein? Lass uns doch mal unser Grübchen anstrengen. Also wir haben einen Teleporter, der bringt uns dahin, wo die grünen Türen sind, was uns jetzt noch überhaupt nichts bringt, weil wir haben nicht mal den blauen Key. Das heißt, ja, keine Ahnung. Wo müssen wir jetzt hin? Da oben ist Munition. Achso, klar, weil... Wow. Kurzzeitgedächtnis ist fuck. So, Rinder. Habe ich irgendwas übersehen? Nee, ne? Gut, ich gehe nochmal nach unten. Wobei hier war der gelbe Key. Das heißt, den Raum hier dürfte nicht weiter sein. Und dass in einem Raum zwei Keys drin sind, betrachte ich jetzt einfach mal als sehr unwahrscheinlich. Ich verstehe das nicht. Bist du hier irgendwie runter? Ich hab keinen Bock, was durchs Lava zu laufen. Da hinten ist auf jeden Fall ein Platz. Achso, da ist ein Secret. Ja. Okay, also nochmal. Nein, das da. Wir haben die gelbe Karte. Mit der gelben Karte kommen wir da rein, wo die Globe-Tür ist. Das ist sehr nett. So, und direkt da ist der Teleporter. Das heißt, der Teleporter muss irgendwas damit zu tun haben, dass wir zur nächsten Karte kommen. Ansonsten würde nämlich die gelbe Tür überhaupt keinen Sinn machen. Das heißt, ich gehe doch nochmal dahin. Was war denn das jetzt? Mann! Da. So. Irgendwas muss hier in dem Raum sein, wofür sich die gelbe Karte lohnt. Wieder hier. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Ah! Ach, schon mal, guck. Oh, Mann.
So, das heißt, wir haben jetzt die grüne Karte. Jetzt müssen wir wieder in den Teleporter. Oh, da war noch BFG. Achso, das war voll. So, grün. Okay. Das ist ja natürlich gerade ans letzte Level, da war auch so ein komischer Raum. Oh! La BFG mal Munition. Na komm her. Geht doch. So, eine wunderschön geformte. Wow! Was kommt jetzt hier raus, dass diese Menge an Munition rechtfertigen würde? Denn das ist die blaue Karte. Hilfe, ich fühl dich dann. Auf jeden Fall nehme ich mal die BFG, weil das. Das ist ein Gegner hier, aber ist das so ein komisches Ding, was irgendwie steht? Hä? Was zur Hölle ist denn jetzt hier los? Ich jetzt das hier irgendwie. Moment mal. Ist da was dahinter? Nee. Ach so, ich komme auf die Treppen hier hinten gar nicht rauf. Hm. Ja, okay, ich komme nur so rauf. Wow. Ernsthaft jetzt? Vögel? Für Vögel so viel BFG-Munition? Die haben ja Langeweile. Ich bin mal wieder weg. Tschüss. Wow, das war gerade witzig. Blau. Da ist blau. Ach, schon wieder so viele Vögel, Alter. Aber auch wieder ein großer offener Raum. Das heißt, hier kann durchaus was kommen. Was die BFG rechtfertigt, Fragezeichen. Hier ist auch noch mal ganz viel BFG-Munition. Was ist denn hier los? Warum so viel BFG? Dann ist ein Schach, Alter. Dann ist ein Schalter. Kein Schalter. Okay, ich erledige jetzt erstmal die Fische, weil die gerade aus dem Sack gehen. Auch ein Schalter. Frage ist, welchen Schalter drücken wir zuerst? Den, der da draußen ist oder den, der da. Okay. An den kommen wir gar nicht ran. Das heißt. Was macht der. Ich will nicht mehr. Aua! Leck mich! Okay, das heißt. Ja. Draußen ist ein böser Typ, der uns ans Leder möchte. Na gut, das heißt, wir gehen mal ganz schnell zum Schalter und gucken mal, ob wir dann auch ganz schnell wieder hochkommen. Ah, ist da mehrere? Oh, doch, Schalter. Was? Hä? Müssen wir jetzt hoch? Oh, dieser Schwänze. Ja, okay, leck mich. So, wie jetzt? Auf der anderen Seite ist auch ein Schalter. Dann müssen wir also erst den drücken oder was? Oder wie jetzt? Oder soll ich erstmal die Köpfe einfach mal erledigen? Die geben nämlich. Ja, dann sieht man ganz leicht den Schalter. Die geben nämlich hart auf den Sack.
Ja, scheiße, die. Keine Chance. Diese Tornado, die, ne, die bringen mich einfach bis nach Japan. Okay, an diesen Köpfen verliere ich so langsam meine Lust. Muss ich ja mal ganz nüchtern zugeben. Die gehen mir irgendwie hart auf den Sack. Jetzt geh hoch. Och, meine Fresse. Boah, ey, ficken gratis. Und zwar anal. Jetzt geh hoch. Bevor ich dieser scheiß Tornado erwischt. Die scheiß Tornado kommt einfach mit hinterher? Wollt ihr mich jetzt hier verarschen oder was? Nimmt das hier irgendwer irgendwas persönlich oder wie jetzt? Meine Fresse! So, die Frage ist, was jetzt? Das hier ist immer noch da oben. Ist da unten noch ein. Das Problem ist, da unten die Viecher zu erledigen, ist doch nahezu unmöglich. So lange überlebe ich da unten gar nicht. Egal, ich versuch's einfach mal. Ah! Jetzt hat sich eine Tür geöffnet. Ja, okay, eine Chance. Kann ich mal anvisieren. Brauche ich gar nicht versuchen. So. Einmal wieder runtergefallen. So, wir haben jetzt alle Keys. Ja, einfach mal die Fresse halten, du Hure. Wo? Na komm her, trau mal, Mädel. Oh, ey. Totenschädel, 20 Vögel. Wollt ihr mich vögeln oder was? So, wo ist jetzt wieder Ausgang? Ich weiß genau, dass wir da hinten diesen scheiß Knopf drücken müssen, aber wie kommen wir an diesen Kack-Knopf ran? Ach, hier waren wir doch schon überall. Also so oft versuchen die umzubringen, bis es klappt. Klar, es ist sogar vier, ne? Drei reichen ja nicht. Na klar, und jeder zeigt das Tornado. Ey, den jetzt mal vergessen. Also hier unten brauchen wir gar nichts mehr versuchen. Der Zug hier unten ist einfach mal komplett abgefahren. Hier ist doch nichts mehr, was man machen kann. Digga, es werden immer mehr Köpfe! Jetzt sind doch schon fünf! Ach, leckt mich doch. Nö, ne? Also das ist jetzt hier irgendwie ein bisschen witzlos. Kann man vergessen. Ist da irgendwas, was jetzt später kommt? Ja, ich hätte, als ich da hochgefahren bin, direkt da oben bleiben müssen. Ah, super. Okay, dann versuchen wir einfach. Dann versuchen wir einfach so oft hier hochzukommen, ne, wie wir brauchen. Kommt auf die falsche Seite. Komm, verschwinde.
scheiß Vögel. Jetzt kommen die Tiere, die sind natürlich auch alle rum. Leckt mich doch. Meine Fresse. Also die Map, die ist nicht schwer, die ist einfach nur beknackt. Oh, Alter. Man kann es auch echt ein bisschen übertreiben, ne? Auf so engen Raum, wo man auf so eine scheiß Plattform rauf muss, die eine Verzögerung hat, wo man also warten muss, einfach mal fünf Köpfe hinschicken, die alle scheiß Tornados werfen, das macht ja mal sowas von überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, die einzige sinnvolle Taktik, so oft versuchen, bis man es schafft. Oh, egal, wir haben alles an Munition. Raus hier. Wo kommt die jetzt alle her? Ah ja, klar, man sieht auch von draußen. Ah, Alter, also die Map gerade, die war eher so semi-schön. Naja, bei Hexen gibt's halt auch solche und solche Maps. Auch wenn das jetzt die erste Map war, wo ich wirklich sagen musste, die war Dreck. Also das Ende zumindest. Ne? Die erste Hälfte, das mit dem kleinen Städtchen da im Lava-Tumpel, das war ganz cool. Wobei das Ganze wahrscheinlich so ein Vulkan-Trichter darstellen sollte, keine Ahnung. Aber das Ende mit diesen fünf Köpfen da, das war, nee, also das hätten die sich echt sparen können. Das war sinnfrei. Einfach sinnfrei. Vor allem, wenn das jetzt schon die vorletzte Map war, dann freue ich mich jetzt echt schon, was in der letzten Map kommt. Ah ja. Mehr als dass wir wieder in diesen Speedrunner-Modus verfallen und einfach 100 Versuche machen, solange bis wir es schaffen, kann er nicht. Kann er nicht. Kann er nicht passieren. Kann er nicht. Ja. Schau mal.